mal so ein Ire. Ja? Der sieht ein hübsches, blondes Mädchen durch den Wald rennen. Er kriegt solche Augen und spricht sie an und sagt, bist du freiwillig? Sie sagt ja. Und der Mann erschießt sie einfach. Oh Gott! Also das war was ziemlich Großes. Selbst die Grillen sind stumm. Hier im Unterholz klingt sogar ein Eichhörnchen wie ein Bär. Abend. Du könntest dir mal eine Kugel einfangen, Junge, wenn du hier so rumschleichst. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie bestimmt nicht erschrecken. Ich sagte nicht, ich war erschrocken, Junge. Ich sagte, du warst in Gefahr. Was können wir für dich tun, Freundchen? Ich habe Ärger mit meinem Pickup oben am Highway. Ich habe gehofft, ich treffe jemanden, der sich mit Motoren auskennt. Was ist denn mit dem Ding? Wenn ich da Bescheid wüsste. Entschuldigen Sie mal, dann würde ich mich wohl kaum mitten in der Nacht durch den Wald tasten, oder? Ihr Fisch, Sir, er verbrennt. Hier, mach doch mal für mich weiter. Ich werde mal sehen, was ich an Werkzeug finde. Ihr seid wahrscheinlich die einzigen Camper im Umkreis von 20 Meilen, was? Gut möglich. Und wie lange wollt ihr hier bleiben? Hey! Oh, Scheiße, was machst du denn da? Häng dich ans Funkgerät. Der nächste Highway ist 10 Meilen weit weg von hier. Der Kerl hat uns nichts als Lügen erzählt. Hast du nicht gemerkt, wer das ist? Einer von den beiden Knackis, die heute aus Poho ausgebrochen sind. Habe ich recht? Ruf die Ranger an. Mach schon! Und wenn du die nicht erreichst, dann ruf irgendjemand anderen an. Sag einfach hier... Verdammt nochmal! Los, komm da raus! Nach hier vorn, damit ich dich besser sehen kann. Hört mal, Leute, ich weiß nicht, was ihr wollt. Bei uns ist nichts zu holen und wir suchen mit niemandem Ärger. Ist doch komisch, manchmal sucht der Ärger einen selbst. Die Gegend hier wimmelt von Polizisten. Ihr meint doch nicht, dass die euch nicht finden. Oh, nett, dass sie um uns so besorgt sind. Und für euch gibt's doch eine Belohnung, oder? Was hast du vor, Gary? Der Mann hat eine Kanone. Keiner von uns muss hier irgendeinem was tun. Dann sieh mal zu, dass du nicht der Erste bist, der mich dämlicherweise zwingt zu feuern. Nun mach und steck das Ding weg, damit wir reden können. Na los. Fick dich, Mann! Jetzt tot. Wir beide wären tot. Die oder wir, so einfach ist das. Ich mach's wieder gut, das verspreche ich. Zieh sie aus, mal sehen, was uns passt. Danke, nur noch den Kadersack. Wollen Sie ein Ticket für die Giants? Ich war schon vorher wieder. Ich habe alles sehr günstig. Für die Oper Nein, vielleicht? Nein, vielen Dank. Warum? Mögen Sie keine Oper? Hey, dann vielleicht Alcatraz. Wollen Sie es besichtigen? Ich habe reserviert. Faraday.
Delma J., Sie sind schon eingetragen, Zimmer 412. Vierter Stock, Delma J. Hat jemand für Sie eingecheckt? Wer mir neu? Kennen Sie einen anderen Delma J. Faraday? Mein Vater hat mir das Hotel empfohlen, er war mal hier. Vielleicht heute wieder. Er ist vor 3 Tagen nach Tacoma gefahren. Nun ist er auch gleich, wir finden schon ein Zimmer für Sie. Mr. Faraday? Dad? DJ? Na, das ist ja eine Überraschung. Jamie, das ist mein Sohn Dale Jr., genannt DJ. Guten Tag. Was suchst du hier? Vertragsverhandlungen. Du bist allein unterwegs? Ja. Zum allerersten Mal haben die mich wahrscheinlich... Ich glaube, die haben sich überhaupt erst in letzter Minute entschieden. Mach doch nichts, das ist doch toll. Wenn du allein verantwortlich bist, das ist doch toll. Na, hab ich nicht recht? Weißt du, eigentlich ist es nur eine schnelle... Nummer. Jamie ist auch Anwältin. Sie berät mich in dieser Liegenschaftsangelegenheit in Tacoma. Sehr erfreut. Gleichfalls. Meine Zeit ist leider sehr knapp. Deech. DJ. Verflucht jetzt, warte doch mal. Alles. Was du dir gerade denkst. Vergiss es jetzt, mir zuliebe. Tust du das? Warst du eigentlich wirklich in Tacoma? Alles, was du dir auch denkst. Warte, ja? Warst du jemals da? Kommst du zurecht? DJ? Du kennst doch das Gebäude von der Sägemühle oben am Bryce Ridge. Ein Bauunternehmer aus Colorado hat es kürzlich gekauft. Wollten die nicht wieder aufmachen? Nein, die werden sie abreißen. Die spinnen wohl. Da oben hat jeder, den ich kenne, irgendwann in einer lauen Nacht seine Unschuld verloren. Wir nannten sie Bumsmühle. Aus dem Besitz kann man viel machen. Komisch, dass du es nicht gemacht hast. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich glaub's selbst nicht. Gott verdammt, was macht der hier? Du hast ja wieder mal ein Gefühl für Timing, wirklich. Was verdammt nochmal tust du hier? Das fragst du mich? Was sagt er? Was er sagt? Das letzte Mal habt ihr vor 2 Jahren miteinander geredet, und zwar hier. Ich will kein Arschloch sein, Cam, aber du musst hier weg. Er sitzt da im Auto mit einem Riesenschock, genauso wie du. Falls er mich nicht ohne mein Wissen enterbt hat, gehöre ich immer noch zur Familie. Red keinen Scheiß. Hast du jemanden hier? Diesen Billy?
Eure kleinen Rendezvous, finden die inzwischen hier statt? Hast du einen Knall? Finger weg. Und wenn er dir eine verpasst? Dann komm und rette mich. Kommst du einfach so hier rauf, wenn du Lust dazu hast? Wann warst du zuletzt bei deiner Mutter? Donnerstag im Fisch. Hat sie es nicht erzählt? Nein, ich war weg wegen der Tacoma-Sache. Du weißt doch, dass es ihr wehtut, wenn du nicht mal reinschaust oder sogar ein paar Monate lang nicht anrufst. Ist das ein Wochenendausflug? Ich wollte mit deinem Bruder über einige Dinge reden. Ich kann sie genauso gut auch mit dir besprechen. Ist das deine Art, mich zum Bleiben einzuladen? Das ist meine Art, dir nicht in den Arsch zu treten dafür, dass du überhaupt hier bist. Ein vertrauter Anblick. Dad und sein Bier auf dem Steg. Deine frühe Monsterperiode. Was habe ich da bloß immer mit Monstern gehabt? Der Schrecken der schwulen Lagune. So habe ich dich genannt, weißt du noch? Ich weiß nur noch, dass er einen Riesentanz gemacht hat. Dad war nicht sauer, Van Gogh. Er war beleidigt, weil du Dracula sein Gesicht verpasst hast. Hör mal. Ein paar Planken hier sind doch schon recht morsch. Ich müsste vielleicht mal ein paar neue Bretter einsetzen. Na, was für ein Auto fährt Billy denn jetzt? Na los doch, komm schon, mach endlich! Ich sehe aber gar nicht. Herrgott, Campbell, spring jetzt! So wie ich, Campbell! Na los doch, hab doch nicht so eine verdammte Angst! Was heißt hier au? Das hat doch gar nicht wehgetan. Komm schon, es hätte nicht wehgetan, wenn du keinen Bauchklatscher gemacht hättest. Hey, wehe, du willst jetzt hier anfangen zu heulen. Du hast dir nicht wehgetan. Ich will jetzt ein Lächeln von dir sehen. Ich will dich lächeln sehen, hab ich gesagt. Es tut weh. Ist mir egal, ob das weh tut. Ich will ein Lächeln. Na mach schon, hier wird nicht geheult. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Du sollst lächeln. Du kommst hier erst raus, wenn du dich endlich wie ein richtiger Mann benimmst und nicht wie eine feige Memme.
Eure Mutter und ich, wir hatten über die Jahre natürlich so unsere Probleme. Wie andere Paare eben auch. Und manchmal habt ihr davon gewusst und manchmal nicht. Ich bin Dad neulich zufällig begegnet. Ich sagte ja, wir hatten so unsere Probleme. Er hatte eine Frau dabei. Ihr Name ist Jamie Cutter. Ich habe sie bei Verhandlungen über ein Grundstück in Tacoma kennengelernt. Sie ist Anwältin, eine Kollegin von deinem Bruder. Es fällt mir nicht leicht, hier mit euch zu sitzen und euch davon zu erzählen. Ich habe lange überlegt, wie ich es euch beibringe. Ich kann euch nur bitten, dass ihr mich als Freund seht. Versteht ihr, nicht als Vater mit seinen zwei Söhnen, sondern uns drei, wisst ihr, als Männer, die sich hier aussprechen. Ich habe euch nicht gern angelogen, Cambo. Aber ich konnte es nicht sagen. Du hast sie ja nicht mehr alle, Pap. Komm jetzt, Cam. Wie lange geht das schon? Ich bin nicht hier, um mich verhören zu lassen. Glaub ja nicht, dass du mich hier als den Bösen hinstellen kannst, bloß weil ich etwas für eine andere Frau übrig habe. Ist dir klar, was du da sagst? Ist dir verflucht noch mal klar, was du da sagst? Setz dich hin, Cam. So machst du es nicht leichter. Wie beschissen leicht möchtest du es denn? Wir dürfen heute Abend mal Männer sein, aber nur, damit wir ihm sagen, dass alles in Ordnung ist, ja? Stimmt das, Pap? Der Jungs sind eben Jungsclub. Sind wir das heute Abend? Ich möchte nämlich wissen, wann ich wieder der kleine Scheißer Cambo bin. Passt du nur auf. Das sollte weder Mom wissen, noch wolltest du es uns je sagen. Ich lass dich ruhig austoben, weil mir klar ist, dass dieses Geständnis natürlich ein Schock für dich ist. Wenn wir dir wichtig wären, hättest du uns beide längst hierher gebeten. Und wenn Mom dir wichtig wäre, würdest du nicht nebenher noch eine andere vögeln. Pack doch endlich aus und leg alles auf den Tisch, okay? Mutig, wie du bist! Na los, sprich dich aus, mach klar Schiff, erzähl, wie verdammt furchtbar es gewesen ist, mich zum Vater haben zu müssen. Seid mal ruhig. Dad. Guten Abend. Hier brennt das einzige Licht in den Bergen. Kann ich was für Sie tun? Verzeihung, mein Name ist Frank. Frank Dabo. Del Faraday. Mein Sohn Red. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wir sind mit dem Wagen liegen geblieben, ungefähr eine halbe Meile von hier. Beim Bergauffahren ist die Zylinderkopfdichtung gerissen, denke ich. Wir hocken da seit Sonnenuntergang und warten darauf, dass einer vorbeikommt. Nein, nicht auf dem Weg. Red hat Rauch aufsteigen sehen und da sind wir hierher gegangen. Sehen, ob Sie ein Telefon haben. Okay, klar, kommen Sie rein. Das sind meine Söhne. Das ist Campbell und das ist Del Jr., genannt DJ. Das Telefon ist durch die Tür da drin. Ja, vielen Dank auch. Sie müssen beide doch ziemlichen Durst haben. Oh, bitte nur keine Umstände. Oh, ich hätte ein bisschen Hunger. Ich könnte was zu essen vertragen, falls was da ist. Was habe ich gesagt? Ich möchte was essen. Wenn er Hunger hat, hat er Hunger. Das macht er nicht. DJ? Ja, ich gehe schon. Besser noch einen Abschleppwagen. Ja. 00480568868. Ich habe solchen Hunger, ich würde fast alles essen. Nur noch Nudeln. Sind aber kalt. Sonst nichts weiter. Das Pesto sieht gut aus. Entspann dich doch, Mann. Du glotzt mich an, als wollte ich dich aufschlitzen. Für deinen Vater auch was? Dein Vater, hat er auch Hunger? Frag ihn doch selbst.
Wieso ist Ihre Hütte die einzige auf dieser Seite der? Am anderen Ufer sehe ich Lichter, aber hier ist alles dunkel. Mein Vater hat sie damals gebaut, bevor sie dann das ganze Südufer zur Schutzzone erklärt haben. Glück für Sie. Eine himmlische Ruhe ist hier. Ja, wir mögen das. Wollen Sie eine Zigarre? Man könnte richtig neidisch auf Sie werden, Dell. Oh ja, Sir. Richtig neidisch. Hm. Abschneider? Drei Dinge sollte man nie tun, sagte mein Vater immer. Nie mit einem Freund Arm drücken, nie einem Bewaffneten den Rücken zuwenden und nie eine gute Zigarre ablehnen. Was arbeiten Sie da? Muss was abwerfen, wenn man sich die hier leisten kann. Ich habe ein kleines Restaurant in der Stadt. Es heißt The Blue Fish. Direkt am Wasser, in der Carlisle Bay. Ah, ein Unternehmer. Hätte ich mir denken können. Wieso das? Die Art, wie Sie sich geben. Ach ja? Ach, irgendwie entspannt. Das war nicht abschätzig gemeint. Es ist nur so ein Mann, der unabhängig ist, der gibt sich selbstbewusster. Wissen Sie, was ich tue, ist doch nicht ganz so entspannt, wie Sie denken. So habe ich das natürlich nicht gemeint. Sie haben bestimmt hart dafür gearbeitet. Spül die Teller ab, Red. Nein, nein. Wir machen das schon. Lassen Sie nur. Irgendwie müssen wir doch unser Essen verdienen. Nun werden Sie nicht albern. Geh die Teller abwaschen. Er hat doch gerade gesagt, es wäre nicht nötig, Dad. Haben Sie den Bock hier selbst geschossen, Dell? Nein, das war mein Vater. Er war der Jäger in der Familie. Ich konnte so ziemlich alles erlegen, auf das ich gezielt habe. Und da war ich nicht viel älter als die beiden. Tja, Angeln und Footballspiele sehen, das sind jetzt meine Sportarten. Tatsache? Komisch, ich hatte das Gefühl, Sie wären eher ein Mann, der selbst noch aktiv ist. Verstehen Sie mich? Und wie passen Sie ins Bild, Campbell? Der Stillste ist gewöhnlich der Klügste. Habe ich recht? Campbell ist ziemlich begabt, das ist mal sicher. Aber sein großer Bruder, der ist ein Spitzenanwalt. Ohne Scheiß. Er geht dir auf den Sack, was? Cameo? Gib's ruhig zu. Kein Mensch mag seinen großen Bruder leiden. Sagen Sie, Dell, haben Sie Erfahrung im Armdrücken? Ja, aus meiner Zeit in der Navy. Ist ungefähr 40 Millionen Biere her. Na, kommen Sie. Machen Sie doch keine Witze. So spricht ein alter Mann, Dell. Ich rede mit dem Jungen, der in Ihnen steckt. Der bloß verweichlicht wurde von dem vielen Essen in seinem schicken Restaurant. Ich bin einige Bierchen davon entfernt, Ihnen gegenüber am Tisch zu sitzen und Ihre Hand zu halten. Hören Sie bloß nicht darauf, was ich quatsche. Ich rede Unsinn, ein hirnloser Dinosaurier. Wollen Sie sich nicht wieder hinsetzen, sich zurücklehnen und auf den Mechaniker warten? Völlig richtig. Ihr Jungs könnt stolz darauf sein, einen Dad zu haben, der seine Grenzen kennt. Ich weiß nicht, ob der alte Red das von mir behaupten könnte. Sie werden mich nicht dazu überreden können. Ist ja gut, Dell. Sie dürfen auch hinterher, wenn wir weg sind, den beiden erzählen, dass sie gewonnen hätten. Wie wär's, wenn wir alle unsere Pimmel messen und sehen, welcher am größten ist? Oh, jetzt wird Papi zu Hilfe geeilt. Was soll das Ganze? Ich finde, das war eine Kampfansage, Dell. Lassen Sie es gut sein. Kommen Sie. An die Gewehre. Ich sagte doch nein. Durch und durch eine feige Memme. Was haben Sie gesagt? Na los, was haben Sie gesagt? Komm
schon, Dad. Was hast du vor, Dad? Steh auf. Lass den Unsinn. Bist du ein Zwölfjähriger? Dann beweg dich, steh auf, steh auf! Du hast wohl gar keine Angst um deinen alten Vater. Leg ihn flach, Daddy. Wussten Sie, dass es indianischer Ringkampf genannt wird, Dell? Schon von den Wannabes gehört? Wannabe. Ich denke, dass ich es nicht gehört habe, wie du deinen Vater vor Fremden korrigiert hast. Wannabe-Indianer. Vor vielen hundert Jahren ausgerottet. Armdrücken war Bestandteil ihrer Mannbarkeitsriten. Und welche blödsinnigen Rituale gibt es bei uns heute, damit man sieht, dass ein Junge erwachsen und zum Mann wird? Die Aufnahmeprüfung fürs College? Die Fähigkeit, mit dem Ball zwischen zwei Latten treffen zu können? Oder auf dem gottverdammten Internet-Superhighway auf die Suche nach schmutzigen Bildchen zu gehen? Die Wannabe. Die ließen die jungen Männer stattdessen Arm drücken. Und es kam ein lebendiger Skorpion unter die Hände der beiden tapferen Krieger. Der Verlierer schlug auf den Skorpion. Der stach ihn. Manchmal starb der Junge. Psychologische Kriegsführung, Dad. Ich sehe selbst, was er vorhat. Es war nicht ein Akt von Grausamkeit. Was mich am meisten an den Wannabe fasziniert hat, war ihr vollkommener Zusammenhalt. Haben Sie mal vom Tanz der Männer gehört? Was hat dieser Tanz mit uns zu tun? Bei Vollmond. Der Prüfling hatte geweint, geblutet und seinen Mut weit über die Grenzen seines Geistes und seines Körpers hinaus bewiesen. Nach Prüfung durch Luft und Erde, durch Feuer und Wasser tanzten Vater und Sohn miteinander. Der Männertanz war die größte Gabe für einen Sohn von seinem Vater. Denn in ihm wurden aller Schmerz und alle Trauer zwischen Vater und Sohn einfach hinweggewischt. Sollen wir jetzt anfangen oder nicht? Und das war kein wohlerzogener Two-Step, Dell. Sie tanzten Haut an Haut. Eine Zeremonie, die heute wohl unter einer Lawine moralischer Entrüstung begraben würde. Wenn ich gewinne, gehen Sie wieder zu Ihrem Auto. Ich gebe nur ein bisschen Geschichte weiter, mein Freund. Sie gehen wieder zurück zu Ihrem Auto und warten aufs Abschleppen. Und wenn ich gewinne? Los, Junge, gib das Zeichen. 3, 2, 1. Los. Wer gewinnt, kriegt alles da. Einverstanden? Mein Leben gegen ihres. Wenn ich gewinne, kriege ich ihr Leben. Wenn sie gewinnen, können sie meins haben. Skorpion hat sie gestochen, Dell. 2 von 3. Bitte, Dad. Lass sie zum Auto gehen. Halt dich da raus. Entschuldigen Sie, mein Sohn, er ist noch ein bisschen ehrlicher, als Sie es sind. Ich wollte sagen, niemand schmeißt irgendjemanden aus meiner Hütte außer mir. Steh auf, Red, mein Junge. Ein kluger Mann weiß, wann er nicht mehr willkommen ist. Wir gehen zurück. Der Abschleppwagen muss bald da sein. Danke für die Gastfreundschaft, Del Senior.
Herr Anwalt? Cameo? Die hätten niemals reinkommen dürfen. Hätte ich Ihnen vielleicht die Tür vor der Nase zuschlagen sollen? Ich wette, nicht ein Wort hat gestimmt. Vater und Sohn, hör mir doch auf. Geht vom Fenster weg, ihr beide. Er hat es auf dich angelegt, Papp. Er kam hier rein und war wütend und neidisch auf dich und du bist auf ihn reingefallen. Stimmt. Na gut, und jetzt Schluss damit. Du sollst mir nichts beweisen, Papp. Alles klar? Sag, wozu sollte das gut sein, Pap? Das war doch blöde. Nicht du, Pap. Der Scheiß, den er gemacht hat. Du solltest überhaupt nicht hier oben sein. Wo ist er? Schmollt jetzt. Seit wann lässt er dich Gras rauchen? Seit heute Abend. Ab heute gilt, jeder darf sich so benehmen, wie er will. Ich werde gehen. Weißt du, wie schwer es für ihn war, uns zu sagen, was er uns heute erzählt hat? So schwer, wie es war, uns zu belügen, bevor du ihn erwischt hast? Ach, komm schon, Cam. Ich habe ihn schließlich rumdrucksen sehen, wie einen 10-jährigen Jungen. Du hättest sehen sollen, wie er aussah, als wäre er tot. Ja, da war er auch tot. Da ist er gestorben, genau da. Jede Predigt, die er reingestopft hat in uns, wurde endlich als Scheiße offenbar. Wie hat er uns sein Leben lang erzogen und gemessen an dem beschissenen Ehrenkodex? Und nun stellt sich raus, er kann ihn selbst nicht mal einhalten. Ach, du glaubst, er hätte nebenher was angefangen, weil zu Hause alles so toll war? Was denn jetzt, ist Mom schuld daran? Der böse Dad ist nicht immer an allem schuld. Das ist alles, was ich sage. Wenn du ihn kreuzigen willst, dann benutze dafür nicht Mom. Es geht doch um Billy. Dann red auch offen darüber. Kommt er noch? Dieses Wochenende ist nur eine weitere Schlacht im ewigen Krieg gegen Dad. Heimlich schleichst du hier mit Billy rum wie ein Kind, das die Hosen voll hat. Billy ist gestorben. Schon vor einem Jahr. Er hatte sich wohl aufgegeben. Keine Medikamente mehr genommen. Er hätte die Krankheit besiegen können, aber ich denke, er wollte es nicht mehr. Ich hoffe, du hast dich testen lassen. Ja, natürlich. Ich bin nicht krank. Ich rede nicht von mir, okay? Billy ist ganz allein gestorben, irgendwo, wo ihn niemand kannte. Er ist was? Nachdem Dad Weihnachten seine kleine Show abgezogen hat, ist Billy abgehauen. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, er hat mich verlassen und sein Leben weggeschmissen und überhaupt alles. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Nach 3 Wochen hatten ihn seine Idioten von Eltern nicht mal vermisst gemeldet. Ich habe monatelang nach ihm gesucht. Überall dort, wo er immer mal hinziehen wollte. 10 Monate später habe ich dann von jemandem erfahren, dass er tot war. Er war todkrank, Deej. Und er ist nicht zurückgekommen. Stell dir vor, Deej. Er ist nie wiedergekommen. Du musst jetzt sagen, was passiert ist. Ein Dreck tue ich. Er ist nicht stolz darauf. Er erwähnt nicht mal seinen Namen.
Man tut manchmal so schreckliche Dinge, dass man nicht weiß, wie man sich entschuldigen soll. Billy ist nicht der Einzige, der weggelaufen ist. Du und Dad, ihr seid auch voreinander weggelaufen. Nein. Ich bin weggegangen. Und ich sag dir was, großer Bruder. Wenn ich in der Nacht nicht weggegangen wäre, hätte ich meinen Vater umgebracht. Hätte ich vielleicht auch. Dad hätte das niemandem angetan, den du mitgebracht hättest. Packt eure Sachen. Neuigkeiten, Pop. Hier fährt keiner weg. Erst setzen wir uns zusammen und klären das. Red nicht so, als wäre ich einer von deinen verfluchten Mandanten. Wenn du mit deinem Bruder was zu besprechen hast, dann fahr doch mit seinem Auto. Und du, hol deine Sachen. Ich will dich ohne meine Erlaubnis hier nicht wiedersehen. Ist es wegen des Armdrückens? Oder ist Cam oder Frank der Grund? Oder willst du einfach nicht zu Ende führen, weswegen wir hier sind? Ist dir bewusst, mit wem du redest? Was soll das? Das erste Mal, dass wir drei hier endlich zusammen sind und das war's dann? Ich will dir keine Vorschriften machen, Pop. Das will ich dir auch nicht geraten haben. Aber du baust gerade eine fabelhafte Scheiße. Ich kann dir sehr wohl noch einen Arschtritt verpassen. Hältst du dich plötzlich für klüger als mich? Ich bin fertig mit dir. Ich bin mit euch beiden fertig. Ich hab satt, Cam dir gegenüber ständig zu verteidigen und ich hab satt, dich Cam gegenüber ständig zu verteidigen. Keiner hat dich zum Schiedsrichter ernannt. In einem Punkt hat er recht, Pop. Du schließt Cam aus und zwar immer und immer und immer Blödsinn. Wieder. Blödsinn! Ich hab's doch erlebt. Herrgott, noch mal, jetzt redest du wie deine Mutter. Mir gefiel es ja. Mir war's recht, dass er draußen war. Denn dann durfte ich dir nämlich etwas näher kommen. Was soll denn das bedeuten? Dass du niemanden an dich ranlässt, Pop. Vielleicht hältst du mich für verrückt, wenn ich das sage, aber wovor ich mich am meisten fürchtete, war, dass du mich eines Tages so behandeln könntest wie Cambo. Vielleicht hast du es nicht so gesagt. Aber du hast zu verstehen gegeben, immer wieder, dass seine Gefühle ein Fehler wären und mit ihm was nicht stimmt. Vielleicht habe ich ja recht. Lern, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was falsch ist und dem, was einfach nur anders ist. Dafür bist du nämlich nicht so dumm. Hör mal zu! Du brauchst noch viele Jahre in deinem Leben, ehe du mir sagst, was ich zu tun habe und wie. Billy ist tot. Wusstest du das? Cam hat ihn seit dem Abend hier nicht mehr gesehen. Hörst du jetzt zu? Du musst mit ihm reden, Pop. Bitte rede mit ihm. Sieht aus, als ob du eine ganze Weile hier bleiben wolltest. Nicht hier. Ich wollte hier abhauen. Das ist die reine Wahrheit. Ich weiß nicht, was ich zu Billy sagen soll. Du hättest mir nichts gesagt. Ich will nur weg von hier, Pap. Es muss schrecklich gewesen sein. Ich kann es mir kaum richtig vorstellen. Du weißt nicht, was schrecklich ist. Ich möchte von dir hören, dass du weißt, dass ich ihn nicht vertrieben habe und dass ich nicht schuld bin an seiner Krankheit. Ich weiß. Tja, was soll das hier werden? Willst du jetzt auch verschwinden? Das ist dir doch scheißegal, Pap.
Nein. Ich möchte, dass du deine Sachen auspackst und wieder da reinwirfst. Egal, was du vorgehabt hast, Cam, denk nicht mehr daran. Ich möchte, dass du hier bleibst. Bleib hier und lass uns das Wochenende miteinander verbringen, uns drei zusammen. Ich denke, das können wir schon aushalten. Oder? Mann. Also ich würde 5 Jahre dafür hergeben, noch einmal einen Sommer zu erleben, wie damals, wenn wir Ferien hatten. Ich habe mir damals den Schwanz mit Brennnesseln verbrannt. Also da warst du nicht der Einzige. Billy war ein guter Junge. Ihr habt zueinander gepasst. Warum sagst du das? Ich weiß, was er dir bedeutet hat. Ach ja. Es war nie ein Problem für mich, dass du warst, wie du warst. Hey, Bruder. Schön, dich wiederzusehen. Tu das nicht. Geh wieder ins Bett. Schlag die Tür nicht zu, die sich für dich geöffnet hat. Es wird nichts besser, wenn du nicht bleibst und es ändern hilfst. Daran lässt sich nichts mehr ändern. So ein Quatsch. Bleib mir vom Leib. Dad liebt dich, auch wenn er das nicht so richtig zeigen kann. Nimm es zur Kenntnis und bleib nicht stehen. Ich bleibe nicht stehen. Indem du dich heimlich davonstiehlst, ja? Du willst nicht sehen, wohin dieses Doppelleben führt. Lass mich, Deej. Fahr nicht weg. Bleib vom Auto weg. Bleib da weg! Deej! Wer ist da drin? Geh weg! Wer ist Geh da drin? Weg! Geh weg, Deej! Es ist zu spät. Das darf nicht wahr sein. Geh wieder rein, Pop. Geh wieder ins Haus, Pop. Warum bleibt ihr nicht sitzen? Billy ist tot. Und wenn Billy tot ist, auf wen hast du dann hier gewartet? Oh, mein Gott. Wenn es zum Stichwort peinlich eine Illustration gäbe. Ich wusste nicht, dass du hier bist, Pap. Das Ganze hat nichts mit dir zu tun. Das hier geht euch beide nichts an. Erklär ihm das, Deej.
Herr Anwalt, wohin gehen Sie? Ich denke, es wird Zeit für eine kleine Unterhaltung. Bis jetzt sind wir höflich gewesen. Lauf doch mal und vergewissere dich, dass wir ungestört sind. Wieso? Das haben wir doch gerade. Dein Mangel an Begeisterung fängt allmählich an, mir auf den Sack zu gehen. Keine Sorge, den habe ich im Griff. Unser Problem sind die beiden. Sie hätten es nicht werden müssen. Er hat uns in der Karre gesehen. Da war es entschieden. Bei uns an die Tür zu klopfen. Spielchen mit meinem Alten zu spielen. Wieso seid ihr nicht draußen geblieben? Ich hätte das geregelt. Noch eine Weile draußen hocken und warten? Da sitzen und den zweiten Sonnenuntergang in Freiheit bewundern? Ich habe so lange gewartet, wie ich konnte, Cameo. Und dabei habe ich mir dauernd überlegt, wann genau du wohl beschlossen hast, mich aufs Kreuz zu legen. Ich will, dass du jetzt reingehst und den beiden erklärst, was Sache ist. Nur so wird das jetzt laufen. Glaubst du nicht, dass es hier von Bullen nur so wimmelt? Die werden hier auftauchen, das habe ich dir doch vorausgesagt. Das bedeutet, wir müssen genau wissen, inwieweit der Herr Anwalt und dein Alter zu dir zu halten bereit sind. Was willst du damit sagen? Dass die mich verpfeifen? Das würden die nie. Geh rein. Du bist verrückt, wenn du glaubst, dass sie das tun würden. Sag mir, dass du das regeln kannst, Cameo, sonst muss ich es regeln. Das war alles gelogen? Alles, was du gesagt hast? Glaubst du, dass ich das toll finde? Es war alles gelogen, was du vorhin vor den beiden gesagt hast? Du hast bloß so getan, als ob du sie nicht kennst? Ich kenne nur Frank. Red kenne ich nicht. Das ist mir egal. Ich will dich hier raus haben. Nein, jetzt hör erst mal zu, Dad. Die ganze Sache wird noch viel schlimmer werden. Besser, du setzt dich hin. Frank ist vorgestern aus Poro ausgebrochen. Ich nehme an, zusammen mit Red. Du meinst das Gefängnis, Herrgott? Ja, das Gefängnis. Sie wollten über die Berge nach Kanada. Was hast du mit denen zu schaffen? Und woher kennst du Frank? Ich habe ihn mal bei Billy kennengelernt. Er war mit der Familie befreundet. Du lieber Gott. Nachdem Billy tot war, habe ich mich an alle möglichen Bekannten und Freunde gewandt. Einer von ihnen war Frank. Als ich erfuhr, dass er im Gefängnis saß, da fing ich an, ihm Briefe zu schreiben. Du wechselst Briefe mit einem Kerl, der im Gefängnis sitzt, und dann hockst du plötzlich hier oben und wartest darauf, dass er ausbricht? Ich habe ihm seit einem Jahr geschrieben und lass mich ausreden. Gut, red aus und sag mir, dass du hier nicht zwei Sträflingen Beihilfe leistest, weil einer von ihnen Billy kannte. Komm, sag mir das. Ich kann nichts sagen, ihr würdet es doch nicht verstehen. Da hast du ausnahmsweise recht. Glaubst du, ich weiß nicht, wer er ist? Ich habe Kopien von all seinen Akten, Pap. Das Strafregister, einfach alles. Er hat hier Geld vergraben. Er hat ein paar Typen abgezockt, die mit gefälschtem Dope gedealt haben. Frank handelte nie mit Dope. Er sagt, zwei Brüder von ihm wären an dem Zeug gestorben und seitdem zockt der Drogendealer ab. Und du glaubst ihm das? Einmal ist die Sache furchtbar schief gelaufen. Er vergrub das Geld und wollte gerade verschwinden, als man ihn wegen was anderem einlochte. Wo ist das Geld? Wo hat er es versteckt? Am Bryce Ridge. Bei der früheren Sägemühle. Die ist jetzt geschlossen, aber sie wird bald abgerissen. Also muss er hin und es holen, ehe jemand anderes es findet. Nicht wahr? Es sind schon Arbeiter da oben, um den Abriss vorzubereiten. Frank kann da nicht einfach hingehen und es mitnehmen.
Aber ich... Du spielst den Laufburschen für ihn? Ich bin völlig unverdächtig und kann für ihn rausholen, was ihm gehört, Deej. Wir wollten dann hier abwarten, bis sich alles beruhigt hat. Was hat bei dir nur diese Gehirnleere verursacht? Dass dich alles überhaupt keinen Scheißdreck kümmert? Das kann ich immer noch alles hinbiegen. Dafür erwarten dich 5 bis 10 Jahre. Komisch, dass auch er der Überzeugung ist, meine Familie sei so eiskalt, dass sie das zulassen würde. Wenn wir nichts unternehmen, machen wir uns auch der Beihilfe schuldig. Hast du daran mal gedacht? Um wie viel Geld geht es eigentlich? Nicht mal das weißt du, oder? Denkst du, mir geht es ums Geld? Ich wüsste für mein Leben gern, weshalb du dabei mitmachst. Du hast Billy verloren und jetzt landest du bei dem Typen. Nein. Nein, das ist nur meinetwegen. Frank ist für mich. Das ist Campbells hinterhältige Art, mir zu sagen, fick dich, Dad. Ist doch so. Wo gehst du hin, Pop? Dad! 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 Ihr bleibt da! Herrgott, Dad! Lass uns erst darüber reden! Du bleibst hier oder ich brech dir das Knie. Dad, hör doch zu! Lass dich nicht wieder vom Skorpion stechen. Was soll das? Denn diesmal ist der Stich tödlich. Reden Sie doch keinen Mist! Sagen Sie mir einfach klipp und klar, was ich tun muss, damit Sie verschwinden. Das ist der wahre Del Signor. Der Mann mit Grundsätzen. Lass ihn in Frieden! Vergiss den Jungen, mach kein Gerede, sag klipp und klar, was Sache ist, ja? Sie denken, mich könnten Sie wie so ein Stück Scheiße einfach von der Veranda fegen, hä? Glauben Sie das wirklich? Machen Sie keinen Fehler. Mit mir geht das nicht. Ich kenne Sie wie mich selbst, Del. Ich weiß Dinge über Sie, die Sie schon vor langer Zeit vergessen haben. Dinge, die Sie vergessen wollten. Wir müssen Sie fesseln. Was? Mit einem Seil oder Klebeband. Wir werden Sie nicht fesseln. Wie sollen wir Sie sonst unter Kontrolle halten? Entweder hilfst du dabei, oder ich finde eine einfachere Lösung. Hol mir was zum Fesseln. Herrgott, noch mal, Cam, hol was. Drüben im Bootshaus. Hol's her. Geh ihm nach. Glauben Sie, ich durchschaue nicht, was Sie da tun? Du durchschaust gar nichts, Papa. Du denkst, ich habe ihm einen Brief geschrieben aus dem Knast und daraufhin ist er mir allmählich verfallen. Er kam zu mir. Sie kannten Billy. Denken Sie, aus irgendeinem anderen Grund schrieb Cam Briefe ins Gefängnis? Sie meinen, Sie täten's nicht? Ich meine, ich kenne meinen Sohn. Aber der Sohn rebelliert. Weil vielleicht der Vater feige ist und der Sohn mutig. Und falls der Vater ein Krieger ist, dann wird er vielleicht ein Liebender. Glauben Sie, Sie könnten ihn tatsächlich gegen mich aufhetzen? Nein. Das kann von uns beiden nur einer. Wenn du durchdrehen willst, ist das der falsche Zeitpunkt. Frank hat nicht gesagt, dass er jemanden mitbringt. Ein Ausbruch aus dem Gefängnis ist nicht so leicht, wie du denkst. Hältst du mich für blöd? Ich weiß nicht. Hast du noch wen fürs Wochenende eingeladen? Ohne mich wäre er nicht hier. Du musst mich einbeziehen in deine Rechnung. Mir hat er davon nichts gesagt. Er hat vieles nicht gesagt. Kannst du mit sowas umgehen? Herrgott, was sollen diese verdammten Waffen? Frank hat gesagt, wir brauchen keine. Das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat, verstehst du, Cam? Dieses Boot da. Wie schnell kannst du damit wegrudern? Was soll die Frage? Man lernt eine Menge über Menschen, wenn man mit ihnen eine Weile im selben Raum zusammenlebt. Ihr wart in derselben Zelle? Du fragst, ob was zwischen uns war? Du denkst, deswegen bin ich hier? Oder wegen des Geldes? Ich werde dir mal was sagen. Um hier zu sein, habe ich alles riskiert. Und zwar nicht, um Franks Freund zu bleiben oder um in Kanada in Saus und Braus zu leben. Ja, wie du meinst. Ich würde dir gern die Augen öffnen, Cam, aber mit deiner Idiotie könntest du mich, dich, deinen Bruder, deinen Vater, alle zu Todeskandidaten machen, klar? Frank, bring niemanden um! Kannst du mal 5 Sekunden lang... Hör auf, Mann! Wenn du irgendwann allein zum Boot kannst, dann rudere los, okay? Rudere so schnell du kannst. Wirst du dir das merken können?
Ich versuche bloß, deinen Arsch zu retten, Cam. Du bist nicht blöd. Du hast nur Angst. Das läuft aufs selbe raus. Überleg es dir. Ich habe noch mehr zu sagen, aber hältst du es aus? Camio geht gleich morgen früh zur Mühle und erledigt das Geschäftliche. Er ist geschockt, weil wir die beiden gefesselt haben. Wenn er in dem Zustand dorthin geht, fällt er eher auf als einer von uns. Wenn es darum geht, dass ihr jemanden braucht, der nicht auffällt, dann schickt mich. Vor 30 Jahren habe ich meinem Vater dieses Haus bauen geholfen. Ich falle weniger auf als meine Söhne. Von uns hilft keiner diesen Drecksack, Papp. Das ist nicht dein Ernst. Für jemanden, der gefesselt ist, bist du recht frech. Sie denken, Sie kennen meinen Bruder? Ich kenne ihn besser als irgendjemand sonst. Dann weißt du, dass er dich für ein Arschloch hält. Cam kann sich hervorragend dumm stellen. Jede Wette, dass er das eben mit ihnen macht. Halt den Mund, DJ. Willst du mir wirklich helfen, Daddy Dell? Hast du ein Mobiltelefon? Im Dachgeschoss auf der Kommode. Gibt's hier ein Netz? Ja, natürlich. Hol es. Wozu brauchen Sie ein Mobiltelefon? Zu meiner Beruhigung. Du schaffst das schon, Camio. Auch wenn du zweifelst, du schaffst das. Wir müssen miteinander reden. Gut. Aber nicht da hinten. Na schön. Raus damit. Komm her. Wollen wir uns nicht vielleicht in der Mitte treffen? Wir tun Ihnen nichts, Frank. Wir jagen Ihnen ein bisschen Angst ein, das brauchen Sie nämlich. Meinem Vater hast du mit der Waffe gedroht. Es war vorher verabredet, dass du allein bist. Glaubst du, ich wusste, dass mein Vater hier ist? Wäre möglich. Jetzt komm, Frank. Wäre möglich, dass im Hinterköpfchen der Gedanke gesteckt hat, dass er hoffentlich hier ist. Er war niemals um diese Zeit hier. Diesmal ist er auch nur hier, weil DJ ihn mit einer Frau erwischt hat. Wenn ich nur wüsste, wer du bist, Frank. Wer bist du? Zweifelst du also doch, Camio? Du bist dir nicht mehr sicher? Denn ich bin genau, was du erwartet hast. Glaubst du, ich wäre etwas anderes? Dann sag mir, wie du mich ab jetzt lieber haben willst. Und wir machen es so. Ist es das, worüber du reden wolltest? Hm? Da oben kommt jemand. Wir haben euch auch gesehen, als ihr dort gefahren seid. Vielleicht wollen sie nur zum Highway und fahren vorbei. Aber wenn nicht, das müssen Bullen sein. Werden wir gleich sehen. Schnell ins Haus! Bind sie los! Was? Wir kriegen Besuch! Du willst mich wohl verarschen! Wer zum Teufel kommt da bloß? Mach keinen Unsinn, Frank! Ich hab gefragt, wer ist das? Denn wenn sie überleben sollen und du auch, was dann zu geschehen hat, weißt du... Wir könnten sie doch oben verstecken! Wo auf dem Parkplatz sein Auto steht, Mensch! Also, du wirst uns jetzt brav helfen, Dell! Das wird er! Sag ja, Pop. Du redest mit ihnen. Wir bleiben draußen. Irgendwo in der Nähe. Wenn es Bullen sind, wollen sie vielleicht einen Blick ins Haus werfen. Wenn das passiert, dürfen wir nicht hier sein. Also, Camper,
Nach oben mit dir. Stell dich schlafend. Es ist dein Auto. Du musst hier sein. Du kommst mit uns. Ihr nehmt ihn nicht mit! Du kannst dich ins Knie ficken! DJ, was soll das? Sie wollen schießen? Dann schießen Sie doch. Ich hoffe, der Knall ist schön laut. Setz dich hin! Sag ein Wort über uns oder gib ihnen ein Zeichen, sodass sie uns wieder einlochen können. Dann denk immer daran, wessen kleiner Bruder mit uns mitgeht. Immer hübsch dran denken, Anwalt. Los, ihr beiden, macht, dass ihr nach oben kommt. Dieser Schweinehund. Mr. Faraday? Jeff Dixon. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Ja, natürlich, Jeff. Geht's Ihrem Vater gut? Würde uns vermutlich einen Arschtritt verpassen, weil wir so früh stören. Nördlich von hier hat's gestern Ärger gegeben, Mr. Faraday. Gefängnisausbruch oben im Poho County. Es sind zwei Häftlinge dort doch glatt mit dem Milchauto einfach durchs Tor gefahren. Poho County, das ist aber eine Ecke weg von hier. Schon richtig, Sir, aber gestern Abend fand man den Wagen unten an der Tankstelle. Das ist William Roy Tinney, 25. Verbrachte praktisch sein ganzes Leben im Gefängnis. Hauptsächlich Drogendelikte. Frank Dabo, ein ziemlich übler Kunde. In 10 Monaten wäre er sowieso auf Bewährung rausgekommen. Warum er ausgebrochen ist, versteht kein Mensch. Wer ist denn noch bei Ihnen? Meine Söhne. DJ und Kembo? Ja. Die habe ich das letzte Mal gesehen, als wir noch kleine Wasserratten waren. Grüßen Sie sie und erzählen Sie ihnen das von den Ausbrechern. Das werde ich. Nochmals, Entschuldigung. Übrigens werden die bald mit dem Abriss der alten Mühle anfangen. Kann man sich vorstellen, dass sie die abreißen? Da denkt man doch heutzutage, ist nichts mehr heilig. Nach oben. Was machst du denn? Was? Dad! Rauf mit euch! Was wird denn das? Was soll das werden? Mach die Rollos runter! Beeil dich! Hilf ihm, Cam! Das ist doch nicht euer Ernst, hier abzuschließen. Scheiße, Dad, was machst du da? Ohne Rumgerede, klipp und klar, Dale. Willst du den Helden spielen? Die Sache ist nicht zu Ende, nur weil du das möchtest, Dale. Seht zu, dass ihr verschwindet von hier! Los, nimm dein Geld! Und deinen kleinen Strichungen und dann haut schleunigst ab nach Kanada! So einfach ist das, was, Dale? Wir werden uns nicht wiedersehen. Das ist mein letztes Angebot. So passiert Kembo nichts und euch nichts. Sieh mal, es geht doch nicht um dich und mich, Papa. Es geht um mich und Cameo. Nicht wahr, Cameo? Ich gebe dir mal eine Kurzfassung von dem, was hier abläuft, ja? Kleiner Junge macht sich in die Hose, weil Daddy ihn erwischt hat. Also scheißt kleiner Junge auf Frank und alles, was sie verabredet haben. Das Komische daran ist, dass kleiner Junge also den Mann wie ein Stück Scheiße wegspülen will, der ihn nicht sein Leben lang wie Scheiße behandelt hat. Denn wenn Daddy da ist, wird er wieder zum 10-Jährigen. Eine kleine Schwuchtel, die sich gesenkten Hauptes vor Daddy entschuldigt, dass er so ist, wie er ist, sobald Daddy nur in der Nähe ist. Ich gebe ihm noch eine letzte Chance, damit aufzuhören, bevor jemand verletzt wird. Ach, du wirst doch keinen verletzen, Daddy Dell. Dad! Das Spiel kann ich auch spielen, Daddy Dell. Aber eine ganze Klasse besser. Ich werde nicht ewig warten, Cameo.
Ich gebe dir 10 Minuten, um deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und dich zu erinnern, weswegen wir eigentlich hier sind. Sie verschwinden wieder im Wald. Willst du sie kaltblütig umbringen, Pop? Das hast du vor, nicht wahr? Denkst du, ich hätte dich mit ihnen hier weggehen lassen? Du hast bloß geschossen, weil jedes Wort von ihm die Scheißwahrheit war. Nun sag mir bloß einen Grund. Einen einzigen Grund, weshalb du glaubst, dass dieser Mann das Geringste für dich empfindet. Ich frage dich. Das steht in seinen Briefen. Wach auf! Die Briefe waren echt. Hinter Worten kann man sich verstecken. Halt mich nicht für dumm. Ich weiß, wie man sie geschickt verdreht. In meinem Job muss ich das wissen. Er hat es verstanden. Er hat verstanden, wie das Leben für mich ist. Ich habe Frank alles über mich erzählt. Einfach alles. Und er sagte immer, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr und glaub nie, dass ich mich von dir abwende. Wenn du so jemanden gefunden hast, interessiert es dich dann, ob er im Gefängnis sitzt oder was er gemacht hat? Du scheißt auf die Welt und alles, was sich dir in den Weg stellt. Du versuchst, ihn festzuhalten und nie mehr loszulassen. Und du denkst tatsächlich, dass Frank so ein Mensch ist? Schluss damit! Jetzt fahren wir drei hier weg und erzählen keinem Menschen jemals ein Wort davon. Keiner von uns. Niemals. Wenn wir da rausgehen, schaffen wir es nicht mal bis zum Auto. Wir müssen es versuchen. Sie sind bewaffnet. Das sind wir auch. Sind wir eine Kommandotruppe? Hast du einen besseren Vorschlag? Sollen wir vielleicht hier drinnen darauf warten, dass sie reinkommen und uns erledigen? Sie werden nicht kommen. Wieso denn nicht? Ich werde sie begleiten. So war's geplant. Deshalb bin ich hierher gefahren. Hass mich dafür, wie ich zu Billy war, oder hass mich wegen meiner Affäre. Aber untersteh dich zu sagen, ich wäre schuld, wenn du versuchst, dein Leben wegzuwerfen. Vor meinem Leben hast du niemals Achtung gehabt. Du glaubst, du hast Billy damals geschlagen, aber das stimmt nicht. Du hast auf mich eingeprügelt. Wegen allem, wofür du mich immer prügeln wolltest. Dafür nämlich, dass ich nicht so bin wie du. Ein Mensch macht Fehler, um aus Fehlern zu lernen, Cam. Kreide mir das nicht an. Den Fehler hast du niemals zugegeben! Nach dem Abend habe ich selbst aus mir herausgeprügelt, was du an mir gehasst hast. So dass ich es nicht mal fertig gebracht habe, Billy davon abzubringen, wegzulaufen. Ich habe ihn verloren, Pop. Billy ist mein Problem. Und die da draußen. Möchtest du von mir hören, dass ich als Mensch ein Versager gewesen bin? Wirst du dann vielleicht hierbleiben? Nur wenn du ein Mann wärst, Pop. Nur wenn du den Mut aufbrächtest, dir die Frage zu stellen und ehrlich zu beantworten, was dich an mir so in Furcht und Schrecken versetzt. Und dann sag, ich soll nicht mit Frank weggehen. Oder mit Billy zusammen sein, was immer mein Wunsch gewesen ist. Du willst mich zurückhalten? Dann sag einfach, du hattest 25 verfluchte Jahre Zeit, mein Vater zu werden. Aber du musstest dir damit vergeuden, mich unter allen Umständen zu erniedrigen. Irgendwas in dir hat dir solche Angst gemacht, dass du deinen eigenen Sohn nicht mal ansehen konntest. Gib gut Acht auf dich. Gib gut Acht, wenn du deinen Hass säst. Lass dir von mir sagen, manchmal zerstört man etwas und kann es nie wieder gut machen. Und wenn man es hier wieder braucht, ist es für immer dahin. Ich habe es nicht geschafft, ein besserer Vater zu werden als meiner. Campbell, glaub mir, dass ich das weiß. Ich weiß aber auch, dass es schwerer als tanzen ist. Endlich hast du es erfasst, Pap. Tanzen fällt dir schwer. Er wird dir wehtun können. Noch schlimmer, als ich dir wehgetan habe. Glaubst du?
Woher hatte er das Gewehr? Das liegt hier rum seit Großvaters Zeiten. Deine Vergesslichkeit hätte mich umbringen können. Also was hat er sonst noch und wie können wir es ihm wegnehmen? Sie fahren wieder in die Stadt, Frank. Und weiter passiert nichts. Sie leben ihr Leben und wir leben unseres. Nein. Wir beide, Red und ich, warten ja bei Ihnen. Wir warten hier, bis du das Geld bringst. Nein. So läuft es nicht, Frank. Wer sagt das? Ich. Wer? Ich. Ich sage das. Wir gehen nach oben, den Weg lang, wie es geplant war. Und verstecken uns dann hier. Wie verabredet. Sie werden nach Hause fahren und beten, dass wir nicht erwischt werden. Das weißt du, ja? Ich kenne sie besser als du. Wir halten uns ans Ufer. Der Weg zur Mühle zweigt nach einer Viertelmeile hier ab. Schön stehen bleiben! Hände hoch! Beide! Was machst du denn, Dad? Die Hände hoch, aber schnell, du Arschloch, sonst knall ich dich ab! DJ, geh hin und hol dir den Revolver. Geht wieder zurück und fahrt nach Hause! Halt dich da raus, Kemp! Fahrt nach Hause! Kleinen Schreck gekriegt? Nun sieh dir doch nur deinen alten Daddy an, Cameo. Jetzt kann ich mir diesen Weihnachtsabend richtig vorstellen. Das sind doch uralte Geschichten, du Arsch! Hast du Billy mal vorher gesehen, Del? Er und Cameo waren schon seit Jahren ein Pärchen. Wie zum Teufel konnte dir das entgehen? Klopft man da nicht an, wo du herkommst, Daddy Del? Wenn du angeklopft hättest, hättest du vielleicht gar nicht dies fürchterliche Vergehen entdeckt, das dich so wütend gemacht hat. Dein Sohn und der hübsche Billy bei ihrem kleinen privaten Mannbarkeitstanz. Einander so nah, dass nicht zu erkennen war, wo der eine aufhört und der andere begann. Dad! Soll ich dich umbringen, ja? Hilf mir mal, Daddy Dell. Hat das etwa so ausgesehen? In dem Falle wirst du wohl selber schon so getanzt haben. Manchmal sogar mit deiner Frau. Ich geb dir 2 Sekunden. Halt's Maul und lass Cam sofort los! Du bist vernünftig, Del. Du bist nicht so beschränkt, dass du die Existenz einer Liebe außerhalb der Schranken des Normalen leugnen würdest. Was hat dich also, als du deinen Sohn mit seinem besten Freund zu Weihnachten tanzen sahst, so aufgeregt? Jetzt reicht's aber, ja? Hältst du mich für blöd? Red hat die Briefe geschrieben, Frank. Hat er dir das gesagt? Das war nicht nötig. Frank schrieb selbst den ersten. Er schrieb an 4, 5 Jungs, damit sie ihm Geld schickten. Das machen viele im Knast. Ein alter Trick, nicht wahr, Frank? Man macht auf einsamen Schwulen und bittet um Bargeld. Das war der Grund, warum er deine Briefe wegen Billy beantwortet hat. Eines Tages hat er mir den mit deinem Bild gezeigt. Du weißt, welcher das war? Da hast du ihm von der Hütte hier oben erzählt. Der schlimmste verfluchte Zufall deines Lebens, Cam. Das konntest du nicht ahnen, als er erfuhr, wo die Hütte lag, ganz nah hier bei der Mühle. Da war er auf einmal verliebt. Nur konnte er nicht so schreiben, dass du es geglaubt hättest, nicht wahr? Wenn du wüsstest, wie viel Geld da oben liegt, dann wäre dir klar, dass er dich um jeden Preis verwirren will. Es war ein Beschiss, Cam, aber nach einer Weile, da war alles außer dem Namen die reine Wahrheit, was ich dir geschrieben habe. Was denkst du, warum ich hier bin? Wenn du das glaubst... Er bringt dich um. Dann glaubst du wohl alles. Dein Bruder, dein Vater, alle... Einen Scheiß! Aus, vorbei, Frank, das war's! Wir holen dein Geld. Lass sie gehen. Cammy. Der hat genug durchgemacht, Mann.
Hast du gesagt, das war's? Du willst mich zwingen zu schießen? Hey, ich komm rüber zu dir, mein Lieber. Ich werde dich abknallen. Worte, nichts weiter. Ich tu's. Gott verdammt, hört auf! Ich schwöre es. Danke, Herr Anwalt. Endstation, du Scheißkerl! Leer geschossen, du Blödmann, du. Ach, fick dich doch. Jetzt geht's weiter ohne Samthandschuhe. Nein! Dad! Du Mistkerl! Ich schwöre dir bei Gott, wenn du weitergehst, dann werde ich abdrücken. Ich gehe nicht allein in den Knast. Du gehst mit. Ach was? Das magst du sicher nicht. Ein hübscher Kerl wie du und den wirft man plötzlich in so ein Loch. Da kommst du nicht heil wieder raus. Geh rüber auf den Steg. Geh schon. Denkst du echt, dass du schießt? Auf den Steg. Kannst du mir sagen, was du vorhast? Auf das nächstbeste Arschloch zielen und abdrücken. Ganz bis vor. Steig in das Boot, Frank. Wenn du es nicht tust, muss ich abdrücken. Sag, was denkst du dir eigentlich? Verdammte Scheiße, steig in das Boot! Ich sag's nicht nochmal. Gleich kommt die Polizei. Was treibst du da, Cam? Knall ihn ab! Und was tun wir jetzt, verflucht nochmal? Du greifst zu den Rudern und ruderst uns hier weg. Cam! Wir haben vielleicht 10 Minuten Zeit, bevor die ganze Straße voller Blaulicht ist. Das ist dir doch klar. Leg das Stück Scheiße um! Dann musst du nicht ins Gefängnis! Wenn er tot ist, muss niemand die Wahrheit erfahren. Weder über dich noch über irgendwas sonst. Es muss nicht dazu kommen, kleiner Bruder! Er wird dich töten, Cam! Was tust du denn da, verflucht? Du wirst weder mich töten noch jemand anderen, Cameo. Welchen schwachsinnigen Einfall willst du mir verkaufen? Sag, dass du nicht so ein Kleingeist bist, dass du uns zwingst, hier zu warten, bis die uns holen. Eine armselige kleine Schwuchtel, das bist du. Hauptsache nicht so wie du. Sieh lieber ganz genau hin, du selbstzufriedener kleiner Sack voller Scheiße. Soll ich dir sagen, was du siehst, wenn du mich ansiehst? Ich bin du. 20 Jahre später. Wenn dein Herz so hart ist wie ein Stein. Und du immer noch hoffst und bettelst, dass dein Vater oder irgendjemand dich beachtet. Du wartest. Und du bettelst. So lange, bis dir jeder Mensch einen Dreck wert und dir alles egal ist. Denkst du, du kannst dich davor bewahren? Ich sag dir was. So sicher, wie wir hier sitzen. Der Abscheu, den dein liebender Vater dir gegenüber empfindet, die Verachtung für den Menschen und den eigenen Sohn, wird nie tot sein. Selbst wenn ich jetzt sterbe.
Cam! Cam! Cambo! Teufel. Du hast ihn nicht erschossen? Nur aufs Boot. Nein! Hab ein Loch reingeschossen. Sie können ihn holen. Er kann nicht schwimmen. Dad. Ich muss noch den Jungen festnehmen. Ich melde mich wieder. Die Kollegen oben bei der Mühle haben es gefunden. Da, wo er gesagt hat. Beinahe eine 500.000. Das bedeutet nichts Gutes für deinen Bruder. Wenn ich dir sage, dass er es nicht wegen des Geldes getan hat? Warum zum Teufel hat er es dann getan? Campbell, drehen Sie sich bitte um und legen Sie die Hände hinterm Rücken zusammen. Mal ehrlich, du hast es gern, befummelt zu werden, Cambo. Hey Mann, hattest du Probleme? Ja, sie haben meine Taschen zweimal durchsucht. Danke, dass du mich besuchst. Es ist noch jemand mitgekommen. Ich weiß, du wolltest nicht, dass Mom oder sonst wer dich hier sieht. Ich wusste nicht, dass er einen Besuch beantragt hatte. Ich habe ihn erst auf dem Parkplatz gesehen. Das kann nicht wahr sein. Bring ihn hier weg, Deej. Bitte. Sag ihm einfach, es dauert nur noch 6 Monate. Das weiß er, Cam. Ich glaube, er und Mom wollen sich trennen. Sei nett zu ihm. Ja?